Ja, hi zurück in der Styler-Ecke und heute habe ich euch einen sehr, sehr guten Fashion-Tipp mitgebracht im Jeans-Bereich. Denn ich habe was ganz Leckeres rausgekramt, eine Marke, die sich nennt Cosmolupo. Ich glaube, nicht jeder weiß es mit diesem Markenname was anzufangen, aber diese Jeans von der Marke hat bestimmt schon jeder einmal gesehen, denn diese Jeans-Marke macht einen sehr, sehr ausgefallenen, aufwendigen Style im Jeans-Bereich. Und die Schnitte, die Waschungen und was man mit diesen Jeans alles machen kann, hat Cosmolupo ja zu seinem Auftrag gemacht, da wirklich alles rauszuholen. Und da gibt es aber auch wiederum eine kleine Herausforderung, denn die Jeans sind wirklich so ausgefallen, außergewöhnlich, dass sie, wenn man sie falsch kombiniert mit seinem Outfit, überladen aussehen. Damit euch das jetzt nicht passiert, habe ich euch unterhalb vom Video alle Bilder textlich nochmal so aufbereitet, damit ihr seht, wie man am besten so eine Jeans trägt, also sprich, was für ein T-Shirt, was für eine Jacke, Sweatshirt und Co. dazu, damit ihr euch nicht überladen fühlt oder im Endeffekt es sogar noch vielleicht peinlich wirkt, wenn ihr wirklich too much seid. Das heißt einfach, das Wichtigste, was ihr euch bei solchen ausgefallenen Jeans merken müsst, dass wenn ihr wirklich so eine Jeans tragt, nicht nochmal versucht, eins oben drauf zu setzen mit den T-Shirts, Jacken und Schuhe, sondern da vielleicht lieber einen Schritt zurückgeht und was Schlichteres anzieht. Nicht unbedingt 0815, aber nicht unbedingt nochmal übertrumpfen. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also lieber eine schicke, einfache Lederjacke dazu, ohne viel Schnickschnack dran, einen schönen Schnitt, wirkt viel besser, als lieber, wenn man eine Jacke nimmt, die dann nochmal ein paar Patches drauf hat, Nieten und Nähte und Taschen und lieber ein bisschen schlichter und dafür die Jeans ausgefallener und das wirkt dann wirklich perfekt und man kann sich damit wirklich überall sehen lassen. Aber wie gesagt, bildlich das nochmal zu darstellen, findet ihr unterhalb vom Video. Schaut es euch an und wenn ihr Fragen habt und euch nicht sicher seid, was ihr dazu anziehen sollt, was ihr zu Hause im Schrank habt oder so, dann nutzt die Kommentarfunktion, schreibt mir eure Fragen und ich tue sie gern beantworten. Wenn euch der Tipp jetzt gefallen hat zu der Cosmolupo Jeans und in welchem Outfit man es am besten kombiniert, dann freue ich mich über jeden Daumen von euch. Und wenn ihr mehr solche Videos sehen wollt, dann einfach hier oben abonnieren und das nächste Video ist auf jeden Fall euch sicher. In diesem Sinne, viel Spaß mit Cosmolupo.